Also irgendwie, die sind nix. Das ist Mohair. Damit wird er viel zu teuer. Aber er ist besonders weich, Fritz. Und für Kinder ist das Beste gerade gut genug. Aber wenn ihn keiner kauft, ich meine, davon hängt doch alles ab. Wir nehmen Mohair. Kinder! Ja, langsam! Lass nur, sie kommen gerade recht. Schaut. Schaut den Bären an. Boah, es lebt doch. Oh, ist der schön. Magst du ihn anfassen? Und so weich. Das ist Mohair. Fritz. Die Herren von der Bank. Fräulein Stein. Treten Sie ruhig ein, meine Herren. Hier, nimm ihn mit, dann ist der schon mal in Sicherheit. Sie hatten einen Termin in der Bank. Sie sind nicht erschienen, schon zum dritten Mal. Ich war schlecht zu Fuß. Ohne Umschweife, Fräulein Steif. Sie sind über 6 Monate im Rückstand. Geben Sie mir einen weiteren Kredit. Ich habe Sie schon vor Wochen drum gebeten, bis zur Spielwarenmesse. Als Direktor der Bank bin ich meine Anleger verpflichtet und die haben genug. Keiner konnte wissen, dass die Konjunktur so einbricht. Ich brauche eine Woche. Wir haben lange genug Geduld gehabt. Wirtschaftskrise hin oder her, jetzt ist zu spät, Fräulein Steif. Das ist die Einverständniserklärung zur Übernahme der Fabrik durch die Württembergische Vereinsbank. Das ist das Beste für Sie, glauben Sie es mir. Unterschreibe Sie hier. All die Jahre habt ihr gut an mir verdient. Und jetzt wollt ihr mir nicht eine Woche geben? Tun Sie es nicht, leite ich die Zwangsversteigerung ein. Mit rechts kann ich nicht. Mit links will ich nicht. Das werden Sie bereuen. Sie vergeuden meine Zeit, meine Herren. Fritz, fass mich bitte in die Halle. Das ist eine bittere Stunde. Und ich hätte sie uns allen gern erspart. So wie es aussieht, sind wir am Ende. Das würdest du gern wissen. Wenn die Mutter dich erwischt, dann ist Güte böse mit dir. Soll sie doch. Hey, Hans, gib ihm seinen Ball wieder zurück. Und wenn nicht? Gib ihn zurück, sonst hole ich ihn. Oh, da kriege ich aber mit der Angst, wenn mein Mädchen droht, ein krüppeliges. Sag, ich bin ein Krüppelbruder. Fritz! Rede! Wie oft haben ich dir das verboten? Ich muss dem Fritz helfen. Bist du närrisch? Du kommst ja nicht einmal allein die Stiegen runter. Hans, hör auf! Ich sag's deinem Vater. Du bist wieder deine Zeit vertrödelt. Rechnen üben ist wichtig, damit ich nachher nicht so hinten dranhänge, wenn ich in die Schule komme. Häkeln sollst lernen. Schiefe Klump kann ich auf dem Markt nicht verkaufen. Wann darf ich jetzt endlich in die Schule?
Es wird nicht besser, wenn du jeden Tag fragst. Das darf doch nicht. Wer flickt das wieder? Du bist mein Kreuz, Grete. Und? Hast du deinen Lohn gekriegt? Ja. Aber nur die Hälfte. Marie! Pauline, essen! Schon wieder nur Sauerkraut. Bin stolz, gehst du ohne Essen ins Bett. Wenn er mit meinem Schwager wäre, hat er gesagt, hätte mich auf der Stelle entlassen. Der Onkel ist bloß geizig. Das ist alles. Sei du bloß still. Wenn deine Medizin nicht zu teuer wäre, die jetzt reichen, rumgerutscht ist. Wie ein Äffle. Das Kleid hat's zerrissen. Immer eingesperrt ist auf die Dauer auch keine Lösung. Unheilbar, hat der Doktor gesagt. Das heißt, die Grete wird nimmer gesund. Nie. Was soll jetzt hier in der Schule? Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Und die Medizin? Die nützt doch nichts. Rausgeschmissenes Geld, das muss aufhören. Mir langt's hinter und vorn nicht. Es ist unser Kind. Ja. Aber ein Grübel findet keinen Mann. Und der Arbeit schon gleich gar nicht. Wir müssen für sie sorgen, ein Leben lang. In die Schule könnt sie trotzdem gehen. Könnt. Was glaubst jetzt du, wie lange ich sie noch tragen könnt? Wer soll sie denn jeden Morgen ins Schulhaus tragen? Und das hat keinen Wert. Gretel, ich hab Angst um dich. Du brauchst keine Angst haben. Ich werd bestimmt wieder gesund. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber deshalb muss ich jetzt dringend was lernen. Damit ich nachher nicht saudumm dastehe. Weißt was? Wir teilen uns einfach meine Füße, bis deine wieder gut sind. So lang laufe ich einfach für dich mit. Da merkst du gar nicht, dass dir was fehlt. Das ist lieb von dir, Fritz. Fritz? Ja, was ist? Muss ich dir erst Beine machen? Kannst du mir auch Beine machen, Onkel? Ja, was machst du denn da, Hanna? Ich brauch auch so ein Wägele. So, brauchst du das? Ja, ganz dringend. Erstens brauche ich meinen Karren selber und zweitens, zum Verschenken habe ich nichts. Beim Geld hört Verwandtschaft auf. Ich bitte dich, ich zahl's dir auch wieder zurück. Ja, am Bemberlestag. Wenigstens leihen könntest du's mir. Nein, habe ich gesagt, und das ist mein letztes Wort und jetzt ade. Onkel, bitte. Ja, da, hinter, den kannst du nehmen. Für umsonst. In der Verwandtschaft betteln. Soll der Onkel jetzt bloß von uns denken? Wir müssen uns ja schämen für dich. Wie soll ich denn sonst in die Schule kommen? Wer redet denn hier von Schule? Ich? Du bist vorlaut und eigensinnig. Denkst nur an dich. Das ist ungerecht. Hätte ich so ein Wägele, wär's für dich auch leichter. Wir haben aber kein Wägele. Und Geld haben wir auch keins. Vater, bitte. Du träumst, Grete. Ich hab Nein gesagt. Du bist gemein. Jetzt holen wir mal Werkzeug. Die Gretel geht in die Schule. Übermut und selten gut. Wie soll das jetzt sein? Margarete, Fritz. Wer wird schon gerne hier?
bist bloß im Weg. Fritz, komm. Ich will den Jesus mal aus der Nähe sehen. Tu doch was. Die Leute gucken schon an. Wohl kaum in meiner Kirche. Friede sei mit allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Seinen Preis. Es muss sein. Wer kann denn nicht dauernd die Zöpfe neu flechten? Und in der Schule musst ordentlich ausschauen. Klotz nicht so blöd. Es kommt drauf an, was man da drin hat. Nicht drumrum. Und? Hast du mit dem Lehrer geschwätzt? Ja. Er ist einverstanden. Wie siehst denn du aus? Wie eine Hexe. Das ist die neue Mode, Charlotte. Hat dann? Legst du die Glocke bitte aufs Pult? Grüß Gott, Herr Lehrer. Ich bin die Margarete. Du redest nur, wenn ich dich aufruf. Und Schul, die fängt nicht unpünktlich an, bloß weil du jetzt daherkommst. Also komm jetzt, hopp, hopp. Heute üben wir Schönschrift. H wie Herrgott. Mit dem H fangen wir an. Was soll das sein, Margarete? Das sind Haas, Herr Lehrer. Falsch. Falsch. Aber so haben Sie es doch vorgemacht. Mit rechts. Die Rechte schreibt, die Linke bleibt. Wir schreiben mit rechts. Das ist ungerecht. Was sagst du? Ungerecht. Du lernst wie alle. Gehorchen zuerst. Streck die Hand aus. Die Linke. Kannst du nicht einmal rechts und links unterscheiden? Doch schon, Herr Lehrer. Aber die Linke brauche ich noch. Das ist das einzig Gesunde, was ich noch habe. Charlotte. Eine Henne legt 8 Eier. 3 Hennen legen dann 24. 22, Herr Lehrer. 24, Herr Lehrer. Richtig, Charlotte. So rechnet man. Nimm dir ein Beispiel, Marie. Eine Henne, also 8 Eier. 7 Hennen legen. Ja? 56, Herr Lehrer. Und 9 Hennen? 72. 13 Hennen. 104. 17. 136. Nein! Ja. Respekt. Woher kannst du? Ich hab's halt einfacher mit dem Lernen.
Wieso? Weil mir das Stillsitzen so leicht fällt. Zusammenbleiben. Für immer. Sie wird doch wieder, Herr Doktor. Man muss doch was machen. Beten. Falls sie es doch schafft. Da gibt es einen Arzt in Wien, einen Dr. Werner. Der kann scheins lahme Beine heilen. Aber nicht bei Kindern. Ausgewachsen muss man sein, habe ich gehört. Grete, du hast mir versprochen, dass wir zusammenbleiben. Für immer. Für immer. Ich muss gerade noch mal eben schnell zu Margarete. Ja, bei der kauft jetzt aber nichts. Nachher schmeckt doch bloß wieder weg. Schon gut, Adolf. Grüß Gott, Margarete. Schief ist schön, weil es was Besonderes ist. Was soll die denn kosten? Für Sie 8 Pfennig, Frau Bankdirektor. Ihre Topflappen. Aus Wien. Dr. Werner. Ja. Er schreibt, du kannst kommen. Da, da steht's. Das ist nicht zum Schaffen, das schaffen wir nicht. Mutter, du hast doch heimlich was gespart. Das ist unser Notgroschen. Selbst wenn ich den opfern tät, es wird mir lang nicht reichen. Den Rest kriegen wir schon irgendwie zusammen. Hör auf zu betteln, Fritz. Bitte, Mutter. Es geht nicht, wenn irgendwas passiert. Grete ist nicht die Einzige. Aber die Einzige, die dir eine Last ist. Wir sind arme Leute. Was sollen wir denn machen? Bisher ist gange ohne die Füße, wird's auch weitergehen. Ist dir gerade egal. Und dir ist gerade egal, was aus mir wird. Dir wär's lieber, ich wär tot. Sei still! Auf der Stelle! Die Behandlung dauert mindestens ein Vierteljahr in Wien. Und jetzt möchtest du Gottes Segen für diese lange Reise? Das auch. Es gibt einen Psalm, in dem steht, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Ja, wie die Vögel auf dem Felde. Ohne Gottes Geld komme ich gar nicht weg, Herr Pfarrer. Was fällt dir ein? Krankheit ist eine Strafe Gottes, die man hinnehmen muss.
In Demut. Und borgen wenigstens? Die Kirche ist doch so reich. Weil sie ihr Geld zusammenhält. Herr Pfarrer! Die Letzten werden die Ersten sein. Ich zahle dir alles zurück, Onkel. Auf den Pfennig. Mein Leben lang, wenn ich nur laufen kann. Und wenn nicht, dann habe ich mein Geld zum Fenster ausgeschmissen. Hopp. Ich könnte es abarbeiten, Onkel. Ha, noch einer. Euer Vater reicht mir schon. Nein, nein. Wenn jemand zuständig ist für Krüppel, dann ist der Stiftungsrat, nicht ich. Das ist gut. Da bringe ich's vor. Weiberleute sind da gar nicht zugelassen. Was soll ich denen bloß sagen? Die Wahrheit, Vater. Mir wisset uns keinen Rat mehr. Ich kann meine Grete kaum noch die Stiege rauftragen. Was das kostet, das verdienst du im Jahr nicht. Auf keinen Fall kann die Gemeinde dafür aufkommen. Aus Sicht des Mediziners ist eine Heilung unwahrscheinlich. Allerdings hört man aus Wien wahre Wunderdinge. Unser Kollege Werner ist ein anerkannter Experte. Krüppel-Experte. Das schießt sich überall. Sogar in der Milch ist Wasser. Was macht denn deine Frau hier? Hey, der Kuckuck. Wir sind doch kein Weiberzirkus. Ich hab die Grete auf die Welt gebracht. Diese Behandlung ist ihre letzte Hoffnung. Ach, und mir soll es zahlen? Die Hoffnung darf man niemandem rauben. Mutter, Mutter spricht! Die Margarete ist vielleicht ein Krüppel, aber sie ist auch ein Mensch. Sie ist fleißig und gescheit ist sie auch. Ich weiß nicht, was der liebe Herrgott mit ihr vorhat, aber eins weiß ich gewiss. In dem Maß, in dem ihr messt, wird er euch auch messen. Und wenn ihr gebet, wird er euch auch geben. Seid barmherzig, wie unser Vater barmherzig ist. Willst du uns über Gottes Wort belehren? Na ja, Pfarrer. Ich bitte euch nur aus ganzem Herzen, habt Erbarmen mit meiner Tochter. Also, stimmen wir mal ab. Du hast es geschafft! Pass auf dich auf, Margarete. Dass du mir mit beiden Füßen auf dem Boden bleibst in der großen, weiten Welt. Genau das will ich in Wien doch lernen. Meine beste Freundin verreist mit dem Dampfross. Hast keine Angst, so weit weg. Aufgeregt bin ich schon, aber die Freude ist größer. Irgendwie beneide ich dich. Ade. Ade, Charlotte. Setz dich geschwind her zu mir. Ich wollte sagen, das tut mir so leid, dass du dich immer so über mich hast. Dazu! Komm! Genug geschwätzt. Halt auf! Danke, dass du so für mich gekämpft hast, Mutter. Jetzt wird endlich alles gut. Das spüre ich. Pass gut drauf auf, gell? Du sagst gar nichts.
Fritz? Hm? Ich muss jetzt los. Ich fahre mit der Gretel. Dass du an mich denkst in der Fremde. Aber ich komm doch wieder, Fritz. Ganz neu. Gestatten die Dame, dass ich mich zu Ihnen setze? Ihnen vis-à-vis ist die Aussicht am schönsten. Darf ich mich vorstellen? Julius Tichy aus Salzburg. Und Sie? Haben Sie auch einen Namen? Ja, aber den verrate ich sicher nicht gleich dem erstbesten Fremden. Ich frage nur, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Waren Sie schon mal in Gingen an der Brenz? Ich glaube nicht. Dann täuscht Sie Ihr Gefühl. Waren Sie noch nie woanders? Nein. Was ist daran lustig? Das ist doch ganz normal, dass man dort bleibt, wo man daheim ist. Für mich nicht, leider. Wieso? Weil mein Leben eine einzige Reise ist. Aber dann sehen Sie doch enorm viel von der ganzen Welt. Nein, ein richtiges Zuhause wäre mir lieber. Aber wenn es Ihnen unterwegs gar nicht gefällt? Warum machen Sie es dann? Was meine Arbeit ist. Herumfahren und den Leuten Dinge bringen, die sie brauchen. Apparate und Maschinen aller Art, die neuesten Erfindungen. Nützlich und sensationell preiswert. Maschinen sind die Zukunft. Bei uns daheim geht noch alles von Hand. Das muss sich ändern. Maschinen machen das Leben leichter, auch für Sie. Für mich? Maschinen sind doch was für Männer. Ich versuche vor allem, das Leben der Frauen zu beglücken. Zum Beispiel mit Nähmaschinen. Die nähen schneller, besser und exakter, als zwei Hände es je vermögen. Auch wenn sie so schön sind wie ihre. Bei der nächsten Station muss ich aussteigen. Ich weiß noch nicht einmal ihren Namen. Margarete. Fahren Sie bis Wien? Darf ich fragen, was Sie in diese schöne Stadt führt? Ganz alleine? Geschäfte. Willkommen. Herzlich willkommen in Wien, Margarete. Ich darf doch du sagen, oder? Ja, natürlich. Sie sind der Dr. Werner. Ja. Das sieht man sofort. Na dann, gehen wir's an. Schau, da kommt schon meine Frau. Die Seele des Hauses. Ein Stuhl auf Rädern, das ist mal eine gescheite Idee. Ja, aber leider nicht meine. Wenn ich so einen gehabt hätte, mein Gott, was hätte es mir das erleichtert? Mein Bruder musste mich immer schleppen, mein Vater konnte schon gar nicht mehr. Aber mit so einem Fahrstuhl. Rollstuhl, sagt man bei uns. Und ich hoffe, du wirst ihn nicht lang brauchen. Stimmt. Wann fangen wir an mit dem Gesundwerden? Wenn du willst, sofort. Ist es nicht. Sagen Sie mir die Wahrheit. Du hast Kinderlähmung.
Wir wissen noch sehr wenig über diese Krankheit. Sicher ist, dass die Funktion deiner gelähmten Muskeln nicht mehr herzustellen ist. Kannst du schwimmen? Gut, dann üben wir das jetzt. Die Bewegung im Wasser wird deine Muskulatur kräftigen und dann können wir es wagen. Was genau haben Sie vor? Wir durchtrennen hier die verkürzten Sehnen. Und hier verkürzen wir die überdehnten Sehnen, ganz einfach. Das Bein wird dann fixiert und zur Heilung ruhig gestellt. Es dauert aber dann einige Monate. Da wirst du tapfer sein müssen. Davor habe ich dann Füße gehen können. Das ist es wert. Ich kann das nicht. Wasser macht mir Angst, bitte. Aber du musst doch keine Angst haben. Doch. Na komm. Vertrau mir. Es könnte gar nichts passieren. So, ganz vorsichtig. Ganz langsam. Siehst du es? Ganz langsam. Wir brauchen nämlich Kraft für deine Beine. Na, schau her. Ja, siehst du, geht doch. Ja. Siehst du es? Ganz langsam. Ja. Schön langsam. Wie fängst du? Na? Ich stehe? Ja. Ich stehe auf meinen Beinen. Wenn ich das überstehe, darf ich mir dann die Haare wachsen lassen? So lang, wie du magst. Bist du bereit? Wir sehen, es geht ganz schnell. Versuch zu schlafen, Margarete. Jetzt sind Sie fast schon lang genug. Und? Gefällt dir das Journal? Ja, sehr. Grüß Gott, die Damen. Also, gehen wir's an. Bitte. Du hast nicht schlafen.
mir so leid. Mir auch. Aber sie haben mir mehr geholfen, als sie ahnen. Sie und ihre Frau. Ich bewundere deinen Mut. Ich habe so gehofft, dass du den nicht mehr brauchst. Nimm ihn mit. Danke. Danke, Dr. Werner. Wenn er mich fragt, das sieht schlecht aus. Ganz schlecht. Endlich daheim! Fritz! Willkommen daheim, Gretel. Hab dich vermisst. Dich auch. Ja, ist das neu. Alles für die Katz. Genauso lahm wie vorher. Oh. Mit dem Rollstuhl wird jetzt alles viel leichter. Da braucht es kaum noch Kraft zum Schieben. Laufen hättest lernen sollen. Andere können nichts sehen oder nichts denken. Das ist doch viel schlimmer. Ich kann jetzt sogar schwimmen. Ja? Und der Dr. Werner hat gesagt, dieser Saulump. Das ganze Geld haben wir dem Betrüger in den Rachen geschmissen. Mutter, ich kann nicht laufen. Ich werd's nie können. Aber das sinnlose Hoffen, das macht kaputt. Ich bin jetzt ganz gesund. Nämlich hier oben. Mein Leben wird halt nicht normal. Aber es kann gut werden. Und wenn wir nicht mehr sind? Dann muss ich auf eigenen Füßen stehen. Ganz fremd bist geworden. Aber jetzt gehst du nicht mehr so schnell weg, gell? Wer weiß, vielleicht wandere ich aus. Nach Amerika. Wie? Im Rollstuhl? Nee, sag, was willst du denn jetzt machen ohne Füße? Fritz, versteh doch wenigstens du mich. Du weißt, wie ich all die Jahre über gehofft hab. Aber wenn man immer nur hofft auf ein anderes Leben, dann lebt man gar nicht. Ich weiß, dass ich was aus meinem Leben machen will. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Frau Guckendluft, schaffen sollst, nicht träumen. Träumst von Wien? Wien? Das ist so lange her, dass schon gar nicht mehr wahr ist. Hör auf, Gretel. Wir müssen uns beeilen. Die Sachen werden heute Mittag abgeholt. Ich habe jemanden mitgebracht. Du, Gretel, der hat nach dir gefragt. Also. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Darf ich mich vorstellen, Julius Tichy aus Salzburg. Grüß Gott. Wien hat sie noch schöner gemacht, Margarete. Und sie, schickter Himmel. Seit wann kennst du jetzt fremde Männer? Hast du das auch in der Kur gelernt? Wir waren im gleichen Zug. Und was wollen Sie? Ich will nichts. Ich bringe Ihnen was. Maschinen, die das Leben erleichtern. Aha. Ja, da können Sie gleich wieder fort. Wir brauchen kein so neumodisches Klump. Doch. Und wie? Wo ist Ihr Koffer? Zeigen Sie uns die Nähmaschine. Sehr gern. Ich habe zahlreiche Pläne und Bilder drüben im Gasthaus zum Schwanen, wo ich Logis genommen habe. Morgen früh kann ich Ihnen alles erklären. Wenn Sie erlauben. Wir erlauben. Deine Schwester gefällt mir. Welche meinst? Die schönste natürlich.
Die ist nichts für dich. Warum? Ist sie schon vergeben? Tada! Bitte schön, hier ist sie, die Weltneuheit aus Amerika. Da kennt man ja gar nichts. Du nicht, weil dir der nötige technische Verstand fehlt. Darf ich? Was, so winzig ist die? Das ist doch nur ein Bild. Mir gefällt sie. Also die kannst du besorgen. Aus Amerika. Mhm. Die kauf ich. Ich hab Geld. Ach, im Sinn, Charlotte, für dich lohnt sich das nicht, weil du sicher bald heiratst und hast einen Haufen Geld investiert. Das fehlt dir bei der Aussteuer. Das ist sicher sehr teuer, so eine Maschine. So eine Maschine ist doch sicher sehr teuer. Das glaube ich auch. Über den Preis würde ich mich lieber mit Margarete unter vier Augen unterhalten. Gern. Gehen wir? Das muss es nicht. Es macht keinen Sinn, immer nur seinen Beinen nachzujammern, wenn einem drüber das ganze Leben davonläuft. Sie sind eine sehr besondere Frau, Margarete. Wenn Sie gewusst hätten, dass ich nicht normal bin, wären Sie dann gar nicht erst gekommen? Ich wollte Sie von der ersten Sekunde an wiedersehen. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben uns ja nicht beim Tanzen kennengelernt. Darin bin ich nicht gut. Es gibt Wichtigeres. Ja, zum Beispiel die Nähmaschine. Damit hätten wir ungeahnte Möglichkeiten. Welche? Wir müssen schaffen, wie jetzt auch. Bloß viel ökonomischer. Wir wären unabhängig. Und der Julius könnte uns preiswert Stoffe besorgen und Zubehör. Das hört sich gut an. Wenn wir drei heiraten. Bis so weit ist, zahle ich euch euer Geld zurück. Ich weiß nicht, ich bin im Zweifel. Oh, das bist du immer. Also, du warst schon immer verrückt, aber ich bin dabei. Bloß viel habe ich halt auch nicht. Aber ich gebe den Rest. Und dann soll der Julius das Ding herholen. Oder willst du jetzt mein Geld nicht? Doch, sicher. Fritz! Wir kaufen die Nähmaschine. Aber. Also ich bin mir nicht sicher, ob man dem trauen kann. Das spielt keine Rolle. Wieso? Weil ich mir ganz sicher bin. Das ist ein Fremder, vergiss das nicht. Der will das ganze Geld im Voraus und dann ist er über alle Berge. Du willst ihn nur schlecht machen. Was hätte ich denn davon? Warum lässt du mir dann nicht meine Ruhe? Weil ich glaube, dass du dich in was verrennst. Dass dir gar nicht um die Nähmaschine geht. Was denn sonst? Um was anderes halt. Wissen Sie, was mir wirklich wehtun würde? Wenn Sie kein wenig traurig wären, dass ich Sie jetzt für eine Zeit verlassen muss. Soll man nicht du sagen? Sehr gern. Wiedersehen, Margarete. Ist noch was? Nein. Auf bald. Im letzten Zug war er auch nicht.
dir. Der ist fort mit unserem Geld. Dann hätte ich mich schon sehr getäuscht. Du bist verliebt. Gib's zu, du hast dich in einen Reingeschmeckten verliebt. Nein, nein, Charlotte. Eine wie ich darf sie nicht verlieben. Ich hab den Zug verpasst. Der langsamste Fiaker meines Lebens. Achtung. So, das ist das Wunderwerk. Vorsicht. Darf ich? Nadel hoch. Füßchen runter. Und hier entsteht die Antriebskraft. Diese Kurbel mit der einen Hand festdrehen. Seht ihr? Das ist kinderleicht, das ist nicht wie der Wind. Ja. Margarete? Gretel kann mit der Maschine gar nichts anfangen. Fass mich nicht an! Aufhören! Sofort! Ich möchte allein sein. Bitte. Los. Ja? Ich hab noch Licht gesehen. Als ob du es gespürt hättest. Schau. Sie hat sich tatsächlich so eine Maschine gekauft. Die erste, weit und breit. Teufelszeug, neumodisches. Das ist Modernisierung, das bringt Gewinn. Bring's noch eine Runde. Eine gesunde Frau ihre ehrliche Arbeit wegnehmen will sie, sonst gar nichts. Jetzt übertreibst du aber. Aber. Glaubst du, deine Frau nicht so gut wie die Maschine? Sie will rücksichtslos das große Geschäft machen auf unsere Kosten. Was die Margarete leistet, verdient Respekt, meine Herren. Von ihrer Courage kann sich jeder von euch noch eine Scheibe abschneiden. Dampfplauderer! Wer ist der denn? Recht hat er. Und? Ein Filzrock. Das war alles. Die Leute wollen nichts mit der Maschine knetes. Dann ist jetzt unser ganzes Geld futsch. Unsinn.
Der Fortschritt braucht seine Zeit. Und du hast alle mit reinzogen, Margarete. Und jetzt? Eine Löffelsuppe jetzt aus. Marie, auch ein kleines Gewerbe baut man nicht von heute auf morgen auf. Ein bisschen Geduld muss man schon haben. Ja, wie denn, wenn die Leute nichts kaufen? Weil sie ahnungslos sind. Aber das werden wir ändern. Als ob das so einfach wäre. Doch, und ich weiß auch wie. Wir nähen besonders schönes Kleid aus edlem Stoff, Seide oder Damast für die Kirchweih. Und du, Charlotte, führst vor. Ja, so weich und leicht. Wie Luft. Du sagst gar nichts. Ist was? Meine Zeit ist gekommen, Margarete. Ich muss weiter. Völlig unmöglich. Ich brauch dich hier. Du bist der Einzige, der sich mit der Maschine auskennt. Der Einzige, der eine Nadel besorgen kann, wenn die alte abgebrochen ist. Der weiß, wie man das Schwungrad ölt und wo man starken Zwirn und schöne Stoffe herkriegt. So viel habe ich dich noch nie am Stück reden hören. Es ist eigentlich ganz wenig. Bleib, Julius, bitte. Aber ich muss Geld verdienen. Aber das kannst du doch auch hier. Wir arbeiten gemeinsam und verdienen gemeinsam. Damals im Zug nach Wien, da hast du davon geträumt, sesshaft zu werden. Warum nicht hier in Gingen? Warum nicht? Ich muss drüber nachdenken. Ist der Julius noch da? Beim Fest? Woher soll ich das wissen? Das ist ein Handlungsreisender, der ist schon viel zu lange am selben Fleck. Vielleicht hat er ein Auge geworfen auf eine. Schaffen oder schwätzen mehr. Halt mir das Kleid an. Ich finde, so kann man es lassen. Auf keinen Fall. Die Falten hier sind noch längst nicht perfekt. Hinten guckt sowieso keiner. Komm, das fällt doch keinem auf. Margarete. Mir schon. Ich schaff weiter. Riedel, weißt du, wie spät es ist? Das nützt mir wenig, wenn die Arbeit nicht fertig ist. Stellst mir noch eine Kerze her. So nah, da verbrenne ich mir ja die Haare. Seit neuestem mache ich dir nichts mehr recht. Gar nichts. Himmelheiland, zack! Das gute Hemd! Und du bist schuld. Ich? Sag, spinnst jetzt? Seit es hier Salzburger Herren gibt, bin ich plötzlich nicht mehr gut genug. Weißt, was du bist? Ein eifersüchtiger Bobbel. Fritz. Fritz. Du bist mein Bruder. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Immer gewesen. Wunderschön. Findest du? War auch viel Arbeit. Es ist prächtig geworden. Davon machen wir jetzt viele. Heißt das, du bleibst? Ja. Übernehm mal, Fritz. Ich bin gleich wieder da.
sagen, sehr apart. Und der junge Herr aus Salzburg hat ja die Verarbeitung in höchsten Tönen angepriesen. Du hast mich hoffentlich vermisst. So tanzen können wie die Charlotte. Eigentlich ist es ja unsere gute Stube und kein Konfektionsgeschäft. Du bringst ein Kilo Äpfel mit vom Markt. Von den kleinen roten. Mutter, wir können es uns leisten. Endlich brummt's. Können auch schnell wieder schlechte Zeiten kommen. Aber so lange kannst auch du dich über unseren Erfolg freuen. Ta-ta-ta-ta! Die Frau vom Pfarrer nimmt gleich zwei. Aus Wien. Der neueste Schick. Danke. Wir müssen über eine zweite Nähmaschine nachdenken. Sonst kommen wir mit den Aufträgen nicht nach. Je eher du eine besorgst, desto besser. Wenn ich das Reisen noch nicht verlernt hab. Laufen wirst du ja wohl noch können. Bringst du es schön drüber zur Schwanenwirtin? Zu Befehl. Margarete, ich wollte... Schau, der Elefant, ist der nicht schön? Schön. Morgen fahre ich die neue Maschine besorgen. Ich wollte dich fragen, ob du... Also, würdest du... Mach's mir nicht so schwer, Margarete. Soll ich es sagen? Wir zwei, wir gehören zusammen. Und das ist doch ganz normal, dass... Wirklich? Da bin ich aber froh. Ich war mir halt unsicher. Ach, Julius, was hast denn du gedacht? Ich fühle doch wie eine ganz normale Frau. Das war dumm von mir. Du wolltest was ganz anderes sagen. Ja, ich wollte dich bitten. Ich bräuchte Geld für die Reise. Ein Nadelkissen. Praktisch, gell? Nacht für Nacht Elefanten nähen. Das kann nicht gesund sein. Ich kann sowieso nicht schlafen. Also, wenn du mich fragst, denkst du viel zu viel an den Julius.
Ich frag dich aber nicht. Die Charlotte ist heute nicht gekommen. Ist sie krank? Ja, hat sie dir nichts gesagt? Nein. Die muss irgendwo hinfahren. Was besorgen. Wie, wohin? Was denn besorgen? Keine Ahnung. Kann ich jetzt? Gleich. Wir brauchen dringend die neue Maschine. Das geht nicht so weiter. Der Julius lässt sich diesmal arg viel Zeit. Da kommt er zurück. Fritz! Richtiges Fechtessen. Hoffentlich wird er nicht kalt. Er muss jeden Moment da sein. Männer, du musst es ja wissen. Na, der Julius ist müde von der Reise. Der wollte sich hinlegen. Aber morgen auf dem Weihnachtsmarkt hilft er. Das hat er versprochen. Ich habe eine Überraschung für dich. Hübsch. Wer soll so einen Kruscht kaufen? Das ist kein Kruscht. Das sind Nadelkissen. Ich pack sie wieder weg. Die Elefanten bleiben. Und wenn du weiter bei mir arbeiten willst, dann sagst gefälligst Bescheid, wenn du das nächste Mal vorhast zu verreisen. Ich suche eine Schürze. Magst du einen haben? Au, ja. Bloß meine Mama. Ich weiß nicht, ob sie mir einen kauft. Ich schenke dir. Danke. Gretel, ich hab dir was mitgebracht. Oh, du bist ja ganz durchgefroren. Komm, ich schieb dich ein bisschen rüber in die Wirtschaft. Zum Aufwärmen. Aber nix. Geh nur, Margarete. Wir kommen schon zurecht. Bist du auch lieber rein? Nicht, wenn du mich wärmst. Wein für alle. Und vom Guten. Ist was weggegangen trotz der Kälte? Die Nadelkissen. Die Kinder haben sie uns aus der Hand gerissen. Alle. 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 Und zum vollen Preis. Wisst ihr was? Das sind gar keine Nadelkissen. Das ist Spielzeug. Die Stoffelefanten sind zum Spielen da. Du immer mit deinen verrückten Ideen. Zum Wohl. Und du? Du hast mich draufgebracht. Vielleicht bringen sie uns deshalb Glück. Stoßen wir an. Auf den Erfolg und auf die Zukunft. Auf dich, Margarete. Prost. Prost. Ich muss es ihr sagen. Ich weiß. Dann mach's endlich. Ja. Sonst sag ich's ihr. Du hältst dein Maul.
Also wann? Noch heute. Du hast dich verändert. Gibt's einen Grund? Wenn du nichts sagst, kann ich dich nicht verstehen. Brauchst Geld. Ich gehe fort. Musst du? Willst du wieder reisen? Nein, ich gehe nach Salzburg. Ich würde mit dir kommen, egal wohin. Ich möchte heiraten. Die Charlotte. Fritz ist da. Red mit ihm. Du musst. Sie ist dein Bruder. Kann nichts dafür. Geh. Verschwinde. Aber Gretel, ich hab dir doch gar nichts getan. Du hast mich verraten. Wieso? Alle haben's gewusst und nichts gesagt. Alle außer mir. Wahrscheinlich haben sie gelacht hinter meinem Rücken. Klar, ein verliebter Krüppel, das ist auch lächerlich. Aber du, dass du mich auch belogen hast, das verzeih ich dir nie. Nie im Leben. Dir habe ich nämlich vertraut, Fritz. Leider war das ein Fehler. Vielleicht mein größter. Was hätte ich denn sagen sollen? Die Wahrheit hätte schon gereicht. Aber du bist genauso feig und mies und verlogen wie alle anderen auch. Das ist nicht wahr. Los, raus, verschwinde! Ich kann ja nicht weg, weil ich gefangen bin in diesem. Ich will dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Und unsere Füße, die kriegst du heute zurück. Für immer. Thank you.
hätte sie gar nicht erst aufkommen lassen. Mit dem modernen Protzbau hat sie unsere ganze Stadt verschandelt. Mit einer Rampe wie für eine Königin? Das ist Größenwahn. Größenwahnsinnige Krüppel. Du und deine Bank hier verdienen doch dran. Ihr könnt doch bloß nicht ertragen, dass eine Frau mehr Erfolg hat als ihr alle zusammen. Dass ich nicht lach. Die hat's doch bloß noch nicht begriffen, dass die Zeiten schlechter werden. Die Filzfabrik in Heiderheim hat schließen müssen. Und sogar der Killmeier in Ulm kann sie nicht mehr halten. Nur unsere Geschäftsfrau expandiert munter weiter. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Bruder schwätzt seit Jahren nichts mehr. Keiner weiß, wieso. Gerade die zwei. Es wäre an der Zeit, dass man mal hart durchgreift. Wart's ab. Die Sau wird geschlachtet, wenn sie fett ist. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Ich habe vorübergehende Absatzschwierigkeiten. Dazu kommen die Kredite für die neue Halle. Mit hohen Zinsen und die Löhne für meine Frauen gehen vor. Hätte sie in gute Zeiten besser gewirtschaftet? Das können Sie kaum beurteilen. Ich nehme Ihren Stoff ab, aber erst nach der Spielwarenmesse. Nein. Ich will mein Geld sofort. Und das kriege ich auch. Darauf können Sie Gift nehmen. Sicher nicht. Morgen wird geliefert. Damit die Lieferung Elefant Nummer 424 und Hase liegend Nummer 535. Alles retour. Vom Bernheimer aus München. Sie haben es nicht losgekriegt. Wenn es den Leuten schlecht geht, sparen sie zuerst am Spielzeug. Was machen wir jetzt? Beten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ersten Schritt machen ist schwer. Lässt uns einen Moment, bitte. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Es tut mir alles so leid, Fritz. Das war alles meine Schuld. Und sie drückt mich jeden Tag ein bisschen mehr. Es nimmt mir die Luft zum Leben. Schon lang. Gretel. Du bist für mich der wichtigste Mensch auf der Welt. Daran hat sich nie was geändert. Ohne dich bin ich bloß halb. Ich schäme mich so. Thank you.
Es war eine furchtbar lange Zeit ohne dich. Ich bin stur. Und ich war ungerecht zu dir. Und gemein und dumm. Und du hast ihn geliebt? Ja. Kannst mir verzeihen, Fritz. Ach, Gretel. Mir steht's Wasser bis zum Hals. Die Fabrik? Ich weiß nicht mehr, wie ich die Löhne bezahlen soll. Die Schulden für den Neubau drücken. Stofftiere kauft gerade keiner mehr. Ich bin pleite, Fritz. Ich kenn dich doch. Du bist die Gretel. Du, bei dir habe ich mal gewohnt. Oh, Fritzle. Dass du den noch hast. Ja. Da hat Mama das Leben gerettet. In Wien. Mach das nochmal. Hm? Das mit dem Arm, mach das nochmal. Das? Das ist es, Fritz. Was? Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Wir machen die Arme beweglich. Und die Füße auch. So. Vor und zurück? Ja. Na ja. Und der Kopf? Schau. Im Kreis? So was hat es noch nie gegeben. Das ein Stofftier, wo sich bewegen kann. Das ist gut. Hallo. Du, das ist richtig gut. Meine Herren, haben Sie die Papiere vorbereitet? Selbstverständlich, Herr Direktor. Heute kriege ich Sie drin. Es wird Zeit. Das schreiben Sie hier. All die Jahre habt ihr gut an mir verdient. Und jetzt wollt ihr mir nicht eine Woche geben? Tun Sie es nicht, leite ich die Zwangsversteigerung ein. Mit rechts kann ich nicht. Links will ich nicht. Das werden Sie bereuen. Sie vergeuden meine Zeit. Meine Herren. Fritz, fass mich bitte in die Halle. Ja. Das ist eine bittere Stunde. Und ich hätte sie uns allen gern erspart. Aber so wie es aussieht, sind wir am Ende. Ich kann euch eure Löhne nicht mehr zahlen. Ihr müsst gehen. Denken, wir lassen Sie jetzt in Ihrem Elend im Stich, dann haben Sie sich getäuscht. Sie haben uns auch immer geholfen, wenn es uns schlecht gegangen ist. Die große Messe, die kommt doch erst noch. Ja, wenn wir jetzt alle zusammenhalten und erst mal ohne Lohn schaffen, meinen Sie nicht, dann könnte es noch was werden. Ganz bestimmt. Wir halten zu Ihnen. Also,
Frauen. Worauf warten wir noch? Die schauen gar nicht, wie schön die sind. Fritz, hol mal deine Kinder her. Ich will ihn auch mal haben. Hallo Bär, du bist mein Freund. Guck mal, der kann winken und der kann euch alle anschauen. Hat es noch nicht gegeben, Spieltiere aus Stoff. Und wir entzücken die Sinn. Das hätte mir einfallen müssen. Revolutionär. Woher? Was soll denn der kosten? 4 Mark. 1,50, wenn ich 30 Stück davon nehme. Das ist viel Arbeit. Die muss bezahlt werden. Das zahlt kein Mensch. Davon kauft mein Kunde Kartoffeln für den ganzen Winter. Der Tag ist noch lang. Verzeihung. Gretel, ein Telegramm vom Bankdirektor. Soll ich es aufmachen? Ja, bitte. So, komm mal her, Bubele. Ja, sag, was schreibt er? Er hat eine Pfändung durchgesetzt. Im Eilverfahren. Was? Wenn ich morgen nicht zahle, ist sie weg. Die Fabrik. Wir haben alles versucht. Gehört mein Bär jetzt auch der Bank? Nein, den darfst du behalten. Is that all they've got? Just elephants? Mr. Hollow würde gerne wissen, ob es nichts Neues gibt in diesem Jahr. Doch, Bären, aber meinen kriegst du nicht. Richard, bitte. Zeig sie ihm. Bitte. Absolutely adorable. Ask them how many they've got and what they want for them. Wie viele Bären haben Sie und was soll er kosten? Wir haben 100 Stück. 4 Mark. She has 100 4 Marks each. Oh, well, I'm gonna need a lot more than that. And by Christmas. Er bräuchte mehr und bis Weihnachten. Wie viele brauchen Sie? How many? Dreitausend Stück hat er bestellt. Fritz! Du hast mir das Leben gerettet. Nicht ich, der Bär, Gretel.